So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Xenogears. Tut mir noch mal ein kleines bisschen leid wegen der Stotterei am Anfang im Intro. Das war nicht wirklich glücklich, das gebe ich gut und gerne zu. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und dass ich das jetzt in den nächsten Parts auf jeden Fall nicht mehr so hart abspielen sollte. Hier haben wir auf jeden Fall in dem Fass ein Aquasol gefunden. Das war jetzt eigentlich mehr Glück. Und hier haben wir noch ein Aquasol. Umso besser. Hier haben wir übrigens noch einen Spinnenweben an der Wand. Ja, was ist ein Aquasol? Aquasol ist eigentlich nichts weiter wie ein Item, was uns ein wenig heilt, wie man auch sieht. Wir haben jetzt insgesamt zwei Stück. Ellie Single, also ein Verbündeter, und stellt 50 HP wieder her. Das hört sich im ersten Moment nicht nach viel an, aber wenn wir schon die HP-Zahl da sehen, das Maximum in den HP ist nicht wie in den meisten Rollenspielen 9999 an HP, sondern 999. Und da sind dann so 50 Punkte, wie man sieht, wenn wir das Item jetzt einsetzen würden. Wir würden Faye eigentlich von 0 theoretisch wieder auf 50 hochheilen können. Wir haben also nicht ganz so viel, was Lebenspunkte und so weiter hier angeht. Was aber auch, finde ich, ziemlich okay ist. Es muss ja nun echt auch nicht zu viel sein. Das macht die ganze Sache vielleicht auch ein bisschen interessanter. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Du weißt, Faye, ich bin sicher, dass der Dorfälteste dich wie seinen eigenen Enkel sieht. Wenn man all diese Jahre lang keine Familie hattet und schon so lange alleine lebt, das ist der Grund, warum er sich so herzlich um dich kümmert. Bitte tu niemals etwas, was sein altes Herz brechen könnte. Versprichst du mir das, Faye? Schwierig, schwierig. Gucken wir mal, wen haben wir denn hier? Timothy. Ja, ziemlich kräftig gebauter Kerl, ne? Yo, hi, Faye. Yo. Ist auch schon mal wieder eine Begrüßung. Guck gleich rein. Yo. Tut mir leid, dass wir alle dein Haus so einfach gebrauchen, aber wir müssen über den großen Tag morgen mit dem Dorfältesten sprechen. Was für ein großer Tag. Ja, morgen, hä? Die Heirat mit Alice. Ja, das ist schon ein großer Tag. Na, für so ein kleines Dorf mit Sicherheit, da kennt sich ja jeder. Ja, stimmt wohl. Aber es ist immer noch nicht ganz bis zu mir durchgedrungen. Junge, du bist der, der heiratet! Hey, Timothy? Ich wollte nur dir und Alice danken. Vor 3 Jahren bin ich in diesem Dorf aufgewacht, ohne irgendwelche Erinnerungen. Ich wusste nicht, wer ich war, wo ich bisher war und was ich bis zu dem Tag überhaupt gemacht habe. Ich konnte mich nicht an eine einzige Kleinigkeit erinnern. Aber trotz dessen haben du und Alice dafür gesorgt und mir die Kraft gegeben, weiterzumachen. Wenn es euch beide nicht damals nicht für mich gegeben hätte, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Timothy, von Grund auf meines Herzens möchte ich dir danken. Und jetzt sollten du und Alice lieber noch glücklich weiterleben. Hörst du wohl auf? Kannst du doch jetzt nicht so sentimental werden. Wie dem auch sei, für mich fühlte sich an, als wäre ich schon immer mit dir befreundet, seit wir Kinder waren. Und wir werden auch für ewig Freunde bleiben, oder? Natürlich. Oh ja, Faye, könntest du einmal kurz bei Alice vorbeigehen und nach ihr sehen? Ich muss immer noch mit dem alten Mann hier ein paar Sachen ausdiskutieren. Ich bin ziemlich sicher, dass sie fröhlich sein wird, ein wenig Gesellschaft zu haben. Ja klar, ich werde das schon machen. Wie dem auch sei, wir sehen uns später. Oh, und ich freue mich ziemlich auf die Zeremonie morgen. Ja, sein bester Freund und seine beste Freundin heiraten. Hallo. Da bist du also. Faye, ich muss mit dir über etwas reden. Hi Dan. Du bist ziemlich lebhaft heute. Wie immer. Dan,
Sei doch nicht so ungehobelt. Was soll denn dieses Rumgeschreie? Timothy ist auch hier. Verzieh dich, Timothy. Solange du meine Schwester noch nicht geheiratet hast, habe ich mit dir noch gar nichts zu schaffen. Ich muss nur etwas hier mit meinem Freund Faye besprechen. Also, Faye, ich muss mit dir später noch über etwas reden. Und um was geht's denn? Du hörst dich ziemlich ernst an. Ja, das ist der Grund, warum ich hier auch nicht darüber reden kann. Es gibt eine gewisse Person hier im Raum, welche uns zuhören und dadurch Ärger verursachen könnte. Es ist sehr wichtig. Wir müssen reden. Ernsthaft. Auge in Auge, Mann zu Mann. Ich werde ein wenig draußen abhängen. Wir sehen uns dort dann später, okay? Wir sehen uns dann, Timothy. Pass bis morgen auf dich auf. Er scheint ihn wohl nicht zu mögen. Hä? Was ist denn mit ihm los? Naja, morgen werde ich wohl sein Stiefbruder sein. Das wird wohl nicht allzu angenehm. Nee, nicht unbedingt. So, dann verlassen wir mal das Haus hier und gucken uns mal ein kleines bisschen noch im Dorf um. Wir können übrigens auch die Kamera in den meisten Situationen, leider Gottes nicht immer, aber in den meisten frei drehen mit den L- und R-Tasten. Können zum Glück auch durch vieles hier durchlaufen. Natürlich nicht durch irgendwelche Häuser, das ist klar. Können uns auch hier hinter den Häusern noch ein bisschen umgucken. Das ist eigentlich ein schönes kleines Dorf. Kann man auch wieder davon ausgehen, jeder kennt hier jeden. Koppel irgendwas. Also so viele Häuser gibt es hier gar nicht. Also das, wo Feya wohnt, das ist ja das hier. Dann haben wir das Haus. Hier haben wir noch eins. Und hier noch eins. Das macht insgesamt summa summarum 4. Nehmen wir das noch mit 5 Häuser. So viele Leute, wie hier rumlaufen. Ich weiß nicht. Ich meine, okay, andere Welt, aber ich persönlich bin ja eher ein Fan von etwas mehr Privatsphäre, als dass, keine Ahnung, wie viele Familien bei mir mit dem Haus dran wohnen. Aber gut, ich glaube, das müssen die für sich selbst entscheiden. Müssen wir erstmal, da ist Dan ja schon. Wollen wir mal gucken, was der Kleine denn von uns wollte. Oh. Gut, Faye. Bist du also bereit, ein wenig zu reden? Wie du weißt, ist morgen der Tag von der Heirat meiner Schwester. Also, worüber ich mit dir reden möchte, ist genau das. Alice Heirat. Faye, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mir immer gewünscht, dass du mein Bruder sein könntest. Es ist immer noch nicht zu spät. Du könntest Alice einfach entführen und mit ihr abhauen. Und wenn du meine Hilfe brauchst, würde ich dir sogar gerne helfen. Das mag vielleicht etwas seltsam von mir klingen, das zu sagen, aber meine Schwester ist ziemlich hübsch und eine gute Köchin. Und nur um das zwischen dir und mir zu sagen, sie ist auch ziemlich gut entwickelt. Diese Anspielung ist wohl mehr als deutlich. Also komm schon, schnapp sie dir. Ja, und jetzt können wir uns sogar aussuchen, hauen wir jetzt mit ihr ab oder nicht? Ich meine, hört sich zwar ganz lustig an, es zu machen, aber ich würde doch mal eher sagen, wir tun es nicht, weil ich meine, sie ist unsere beste Freundin so gesehen. Und Timothy ist unser bester Freund und die beiden heiraten. Fühlt sich irgendwie jemand gerade ein bisschen an Harry Potter erinnert? So mit Hermine und Ron, die ganze Geschichte, das läuft hier irgendwie gerade so ein bisschen ähnlich, glaube ich. Also lassen wir es einfach mal. Hey, wovon redest du überhaupt denn? Timothy und Alice sind doch die besten Freunde. Du weißt genau, dass ich das nicht tun kann. Ja, ich weiß es. Also wenn du schon so daherkommst... Aber falls du deine Meinung noch ändern solltest, komm einfach zu mir und sag Bescheid. Gut, dann wissen wir zumindest schon mal, was er davon hält, dass Timothy sein Bruder wird. Und hey, wir haben sogar eine Dorfkneipe. Yay, da wollte ich aber eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich bei Alice nochmal vorbeigucken.
Hat irgendjemand lesbare Namensschilder an der Tür, bitte? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich überhaupt hin muss, um sie jetzt zu finden. Wir können natürlich jetzt das Dorf noch ein kleines bisschen absuchen, aber ganz ernsthaft. Pornozeitschriften oder sowas werden wir hier mit Sicherheit nicht finden. Das war das Haus von Faye. Ist sie hier? Nee. Aber wir haben hier so ein komisch golden leuchtendes Ding. Was ist das? Und zwar, wenn wir uns da reinstellen und X drücken, man sieht schon, er öffnet automatisch das Menü und zeigt auf File. Und zwar sind das unsere Speicherpunkte im Spiel. Wie gesagt, außerhalb von der Weltkarte können wir ja nur bei diesen Speicherpunkten speichern. Man sieht auch noch, ich habe sogar noch eine Spielstunde hier. Jo, speichern wir einfach mal auf den Block. So. Haben wir das schon mal. Wir haben hier, glaube ich, auch noch mal eine Erklärung dafür. Ja, der Memory Cube, genau. Na, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu informieren. Ich glaube, was ein Speicherpunkt macht. Ja, ja, wir wollen es nicht hören. Also wer das mitlesen möchte, kann gerne sich das Video kurz pausieren, aber letztendlich will sie uns eigentlich auch nur erklären, wie dieser Speicherpunkt funktioniert und wofür er da ist. Also sprich eigentlich genau das macht, was jeder normale Speicherpunkt macht. Nur ist sie jetzt gerade ein bisschen eingeschnappt gewesen, weil wir ihr nicht zuhören wollten, als sie es uns erklärt hat. Hier könnten wir sogar richtig sein. Nein, doch nicht. Gut, das haben wir auch bald alle Häuser durch. Gibt es nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, wo sich Alice verstecken könnte. So. Jetzt gehen wir weiter. Eigentlich müsste sie dann ja hier sein, oder? Hey, Faye. Bist du hier, um Alice zu sehen? Naja, normalerweise ist es Anstand, dass wir keine Männer die Braut heute sehen lassen. Aber ich denke, für dich können wir eine ausmachen. Das ist aber nett. Gucken, ob wir mal den ersten Stock immer gleich mal spicken. Hallo Alice. Ist das dein Hochzeitskleid? Oh. Faye, du hast mich erschreckt. Ja, das ist es. Ich habe es gerade erst fertiggestellt. Es hat mehr Arbeit gekostet, als ich dachte. Das ist was, was man heutzutage auch nicht mehr findet. Heutzutage geht man in ein Brautgeschäft und sucht sich irgendein Kleid aus. Sie hat sich selbst gemacht. Du hast eine ziemlich gute Arbeit damit abgeliefert. Es wird ziemlich wunderbar an dir aussehen, Alice. Gratulation. Danke. Ja, da wollen sie sich gerade gegenseitig was sagen. Was ist das? Ach, gar nichts. Ich verstehe. Ja, das ist wohl wahr. Faye, hast du Dan gesehen? Ja, er ist draußen. Lungert wie immer ein bisschen rum. Dieses Kind. Ich habe nur noch gesagt, er sollte nicht so rumtollen. Ja, und wieso? Es ist wegen meiner Hochzeit morgen. Ich hatte gehofft, er könnte eine Kamera finden er könnte eine Kamera und ein paar Blitzlichter von Dr. Uzuki oben auf der Bergspitze ausleihen. Wenn das alles ist, um was es geht, würde ich froh sein, die für dich zu holen. Würdest du? Aber ich kann dich doch nicht. Mach dir keine Sorgen, das ist kein Problem. Außerdem glaube ich, dass es nicht unbedingt wirklich sicher wäre, wenn Dan solche empfindlichen Gegenstände mit sich rumtragen würde. Und vielleicht habe ich sogar noch die Chance, ein wenig von Yuis Kochkünsten abzukriegen. Das ist mein Fay. Na dann, gehe ich mal da hoch und hol die Sachen für dich. Oh, Fay, warte. Gibt's noch etwas, was du von Zieten haben möchtest? Nein, das ist es nicht.
Faye, hast du jemals gedacht, dass über dieses, hast du jemals so über diese Sachen gedacht? Wenn du nur in diesem Dorf geboren wärst und wenn wir uns nur schon früher gekannt hätten. Es ist nichts, es tut mir leid. Naja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt mal gehe. Oh, okay. Pass auf den Bergpfad auf dich auf. Und bestell Dr. Ozuki mit liebe Grüße. Frau. Ist das Schicksal? Ich fühle mich so lächerlich. Wen betrüge ich denn hier? Das ist eine gute Frage. Seit 3 Jahren, wir halten jetzt fest, seit 3 Jahren wohnt Faye scheinbar in diesem Dorf. Wurde ohne Erinnerung oder sonst irgendwas dort aufgefunden, quasi als ein Waisen, in Anführungsstrichen, Kind. Timothy und Alice schienen sich ja wohl schon vorher zu kennen. Beide haben sich sofort mit ihm angefreundet. Es hat 3 Jahre gedauert, bis Timothy und Alice jetzt heiraten. Und dann merkt sie, dass sie ihn gar nicht so sehr liebt wie Faye? Merkt irgendjemand den Fehler? 3 Jahre lang? Seriously? Nicht wirklich. Na, auf jeden Fall sind wir hier jetzt schon auf der Weltkarte. So, ganz interessant ist auch, wenn ich hier eigentlich gar nicht wirklich hin... Doch, wollte ich. Und zwar müssen wir hier... Das ist das Fiese bei der ganzen Sache hier, im Gegensatz zum Beispiel wie bei Spielen wie Final Fantasy. Man kommt zwar schnell, relativ schnell auch auf die Karte, aber... Es ist schwer zu raten, wo die Eingänge sind. Also man könnte jetzt hier den ganzen Berg lang rennen, man sieht aber nicht, dass hier genau der Punkt ist, wo man hin muss, auch wenn das Haus da drüber steht. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig gemacht, dass es nicht ganz so toll markiert ist, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Gut, hier haben wir noch wieder einen Speicherkristall. Ja, benutzen wir den nochmal. Ich hoffe mal, dass der Ton sich hier nicht so komisch anhört. Irgendwie habe ich in den Kopfhörern so ein... seltsamen Ton, an den ich mich eigentlich nicht erinnern kann, dass er so sein sollte. Zumindest wenn es ins Menü geht. Mal gucken. Hört sich ja ein bisschen anders an. Kann aber auch einfach Einbildung sein oder an meinem Headset liegen. Gut. Wollen wir mal gucken. Damit geht's auch schon in unseren allerersten Kampf. Und zwar, man sieht, wir haben jetzt hier eine Art Ringmenü, ein automatisches. Und zwar können wir jetzt hier natürlich Attack, Defense haben wir hier, Items und da Chi, also unsere Magie. Wir sehen aber auch noch oben 3 Pfeile. Und zwar, wenn wir dann noch weiter zur Seite gehen, haben wir die Möglichkeit noch das Menüfenster zu wechseln, je nachdem wo wir gerade sind. Und zwar entweder auf Combo oder auf das Flüchten. Item ist klar, Chi geht auch nicht. Dann fangen wir mal an. Man sieht, wenn man jetzt, oder ich breche es erst nochmal ab. Wir stehen ja jetzt immer noch da hinten, auf unserer Ecke. Wenn ich jetzt einmal bestätige, während wir auf Angriff sind, hüpft er zu dem Gegner, den wir ausgesucht haben. Den können wir auch immer noch wechseln, indem wir jetzt noch da durchspringen. Und je nachdem, welche Tasten wir jetzt drücken, entweder Dreieck, Viereck oder X, führt er andere Attacken aus. Wir sehen unten, wir haben im Moment 3 von 3 Punkten. Diese Punkte sind die Aktionspunkte für diese Runde. Also das ist nicht für den gesamten Kampf, sondern für diese Runde. Je nachdem, welche Taste wir drücken, verbrauchen wir eine gewisse Menge Aktionspunkte. Und wir können bis zum maximal von diesen 3 Aktionspunkten jetzt im Moment im Verlauf des Spieles werden das natürlich noch mehr. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel eine Attacke mit X ausführen. Oder 3 Attacken mit Dreieck. Oder eine mit Dreieck, eine mit Viereck. In welcher Reihenfolge man es macht, bleibt einem selbstständig überlassen. Wir machen das mal 3x Dreieck. Oh, schon 25 Schaden mitgemacht und gleich den ersten Gegner auch vernichtet. HP Absorb. Okay, das ist auch fies. Und so kann man dann, jetzt können wir zum Beispiel mal Viereck. Man sieht auch, die Sachen sehen ein bisschen anders aus. Und je nachdem, welche Taste man benutzt, sind natürlich auch die Attacken stärker. Also je mehr Punkte man in die Attacke investiert, pro Aktion, desto stärker ist sie. Allerdings bin ich nicht so sehr ein Fan von den X-Attacken, auch wenn es die stärksten sind. Weil... die Dinger können auch leicht in die Hose gehen. Also gerade am Anfang haben die Gegner eine sehr, sehr nervige Chance zu blocken oder irgendwie auszuweichen. Da sehen wir jetzt übrigens auch eine Bergfahrt, die wir noch hochlaufen müssen. Dr. Ozukis Haus ist über der Brücke und dann dort oben im Norden. Gut.
So, und da haben wir jetzt hier auch schon unsere Springeinlage. Ich versuche mir jetzt mal die Kamera da ein bisschen passend zu drehen. So, da ist Springen. Wir können natürlich einmal kurze Sprünge machen oder indem wir laufen, dann natürlich auch weitere Sprünge. Obwohl ich das auf dem Berg eigentlich gerade gar nicht hoch wollte, aber okay. So. Jetzt wollen wir natürlich uns erstmal den Wolf da hinten wieder vornehmen. Erstmal schön hinhüpfen. Und dann erstmal schön dem Wolf eine geben, damit das schon mal gelaufen ist. Die Gegner waren jetzt zu weit weg, als dass sie agieren konnten. Die Kleinen können nämlich nicht über diese Schlucht springen. Deswegen auch erstmal zu dem Wolf rüber. So. Machen wir mal so weiter. Es gibt übrigens auch noch gewisse Special Moves natürlich, also außerhalb von den G-Attacken. Da kann ich übrigens mal auch eine benutzen eigentlich, warum eigentlich nicht? Unseren Guided Shot, unsere G-Attacke. Puff. Macht auf jeden Fall gut Schaden. Sollte man aber nicht zu häufig verwenden, ist klar. Und zwar diese Special-Attacken, von denen ich gerade gesprochen habe, nennen sich Death Blows. Level 2. Da sieht man auch immer dann richtig schön, wo man wenigstens die Boni gekriegt hat. Also Ausweichen und Defense jetzt ein bisschen. Da sieht man schon Eva Points, Max plus 1, 11 mehr HP. Und wir haben ein Hop Jerky. Also von diesen kleinen komischen Irgendwas-Viechern, die wir da gerade verhauen haben, haben wir jetzt ein bisschen Fleisch abbekommen, was wir auch ganz normal als Essen zu uns nehmen können. Zum Heilen zum Beispiel. Allerdings. Die Soul-Items, also es gibt wesentlich mehr, also Aqua-Soul, Zeta-Soul und so weiter, sind auch während des Kampfes benutzbar. Diese ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt dieses Hop-Jerky, nicht im Kampf. Das ist ganz, ganz entscheidend. So, jetzt wollen wir noch gucken, ob ich hier über den Abgrund drüber komme, ob ich den Sprung schaffe. Ich sag ja, ich bin, was die Sprungeinlagen angeht, in dem Spiel nicht wirklich ganz versiert. So, jetzt aber nochmal zurück zu den Special-Attacken. Also, diese Special Moves sind sogenannte Death Blows. Also Todesstöße, könnte man sagen. Diese Death Blows können wir aber nicht von Anfang an. Diese Death Blows müssen erst gelernt werden. Und da kommt es dann drauf an, erstmal auf das Level, was man hat. Also, sie können nur auf einem bestimmten Level gelernt werden. Und jetzt kommt noch das Entscheidende dazu: man muss mehrfach die richtige Tastenkombination eingeben. Ich habe jetzt keine Liste sämtlicher Deathblows vor der Nase, die werde ich mir auf jeden Fall noch raussuchen. Auch welches Level man dafür braucht und so weiter. Um die entsprechenden zu lernen. Upsa. Wollte ich mal kurz heilen da nebenbei. Allerdings ist es, denke ich mal, nicht zu verkehrt, wenn ich mir oder wenn man diese Liste für die Deathblows hat, um eben auf Nummer sicher zu sein, dass man diese Moves einsetzen kann. Denn diese Death Blows können immer aktiviert werden, solange man genug AP, also Attack Points, die Zahl, wo ne, die 3 stehen hatten, solange man genug Attack Points für, oder Action Points, wie man es auch immer nennen will, übrig hat, um die Combo auszuführen. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die ich euch zeigen kann. Und zwar, wir könnten jetzt auch zum Beispiel, wir haben jetzt noch 3 Punkte Hut. Jetzt schlagen wir einmal zu und drücken einen Kreis, um die ganze Aktion abzubrechen. Jetzt haben wir nur eine Aktion gemacht. Wir haben 2 Angriffspunkte übrig gelassen. Die sehen wir da oben ja jetzt auch stehen als AP in der Liste. Das können wir eine ganze Zeit lang anstauen. Bis zu einer gewissen Menge. Ich glaube, bis zu 16 oder was da geht. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Kann auch mehr sein. Ne, bis zu 16 kann nicht sein. Muss mehr sein. Ich glaube sogar bis zu 25 oder 26. Und die Death Blows verbrauchen natürlich insgesamt auch eine gewisse Menge an Action Points. Und dadurch, dass wir uns Action Points aber anstauen, können wir dann gewisse Death Blows nacheinander chainen und kombinieren. Aber das werden wir dann auf jeden Fall noch sehen, wenn es soweit ist. So, da haben wir auf jeden Fall noch ein Aqua Soul gekriegt. So, da hoch kommt man nicht. Ja, sie rutschen auch immer schön. Man kann auch immer schön versuchen, so einen Berg ein bisschen hoch zu rutschen, in Anführungsstrichen, oder zu springen. Aber meistens rutscht man leider Gottes so einen Berg dann wieder runter. Also, so weiter. Schauen wir mal, dass wir hier so ein bisschen variieren. Mit X mache ich jetzt noch nicht allzu viel. Das lohnt sich bei den Dreier noch nicht, weil einfach nur auf X drücken, dann ein Deathblow gibt es nicht. Das gibt es dann später. Ich glaube, mit zweimal X drücken oder X-Dreieck X gibt es, glaube ich, auch. Aber so jetzt im Moment können wir damit noch nichts machen. Das heißt, ich lasse die Attacken weg und trainiere gleich mal ein bisschen. Wir können aber eigentlich mal schauen, ob sie jetzt vielleicht sogar schon in der Liste stehen. Ne?
Dann nicht. Wo konnte ich die denn nochmal einsehen? War das beim Status? Skills, Deathblows, ja. Hier würden sie dann auftauchen. Auch erstmal nur mit einem Balken. Also der Name würde dann dastehen, welchen Deathblow wir haben. Dann mit einem Balken dazu, wie weit unser Prozentfortschritt davon ist. Und erst wenn der 100% hat, sehen wir wirklich, wie die Combo von den Tasten her ausgeführt wird. Vorher würde der Deathblow auch nicht benutzt werden. Wir würden also quasi die Tasten ins Leere drücken, bis wir ihn wirklich fest gelernt haben. Aber gut, dann lassen wir das für das Video hier auch schon fast mit diesem Kampf dann mal gut sein. Und ich würde sagen, im nächsten Video werden wir uns dann mal umsehen, wie es denn bei Dr. Seaton, oder wie er auf dem japanischen Original heißt, Shitan, Uzuki ist. Denn Faye ist ja eigentlich ganz heiß drauf, von seiner Frau auch mal die Kopfkünste wieder schmecken zu dürfen. Irgendwie finde ich es ein bisschen komisch. Ich meine, es ist der Doktor auch vom Dorf scheinbar und Faye hat einmal Alice, die hinter ihm her ist, und er ist auch noch ganz geil auf die Kochkünste von einer anderen Frau. Haben wir hier vielleicht einen kleinen Gigolo als Helden oder was wird das hier? Naja, wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge, denke ich mal, erfahren. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.